Guten Morgen, heute pünktlich um 8.30 Uhr mit einem Blick in Euro-japanischen Yen, euro Kandola und den Nikkei. Und selbstredend noch einmal kurz einen kleinen Blick in das, was ich gestern Abend hier um die Pressekonferenz auf Tickmill auf der Facebook-Seite gepostet habe. Da möchte ich gerne noch ein paar Worte dazu verlieren, was da so meine Gedanken im Hintergrund gewesen sind. Ich habe versucht, dort ein kleines Schnäppchen abzujagen, aber der Markt hat keine Chance gelassen. Die Bullen sind sowas von in Fahrt gerade. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Morgen gibt es dann mehr auch zu diesem Thema. Wir schauen auch nochmal ganz genau drauf, was der Paul gesagt hat. Und dann natürlich auch, wie ich es hier. Schon avisiert hatte. Wir haben ja diese Woche äh, die ZDW-Daten bekommen. Da schauen wir rauf, wie es hier der deutschen Wirtschaft geht. Also ein bisschen Fundamentales. Das aber morgen, heute wieder die Handelsideen. Ich freue mich auch wieder auf viele Live-Zuschauerinnen und Zuschauer hier. Georg Lüttger, Olaf, Elena, guten Morgen. Danke für die Grüße. Und damit gehen wir rein ins Webinar, in die Handelsideen. Der Staat wie jeden Morgen auch der Risikohinweis mit der Bitte, den in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir in die Tagesvorschau rein, was die wichtigen Nachrichten angeht. Ja, die Mega-Nachricht ist schon durch. Steffen, guten Morgen. Die FED hat gestern gesprochen. <laughs> Die Fed hat den Markt mit Sicherheit mal sowas von Nicht enttäuscht. Es stand ja die Gefahr im Raum, dass wir hier eine Enttäuschung sehen. Aber nichts ist passiert. Alles gut von dieser Seite her schauen wir aufs heutige Tagesgeschäft. Wichtige Daten zuerst natürlich die Einzelhandelsumsätze aus Großbritannien um 10:30 Uhr. Dann gibt es die Zinsentscheidung in Großbritannien, das ganze hier auch um 13 Uhr in Verbindung mit dem Sitzungsprotokoll. Dann um 14:30 Uhr etwas sehr wichtiges wieder in den USA, der sogenannte Philly Herstellungsindex, wichtig für die Wirtschaft in den USA, da schaut man genau hin. Wir sehen es auch hier. Die Prognose sieht einen Rückgang vor. Lassen wir uns mal überraschen, was bei rauskommt. Aber wir haben ja in den USA momentan eine recht gut laufende Wirtschaft, die aber an manchen Ecken gerade durch das Thema Handelsstreitigkeiten ein bisschen angekratzt ist. Mal schauen, was wir hier sehen. Am Abend, dann noch bei den wichtigsten Nachrichten, spricht der Bank of England Governor Carney. Was gibt es noch? Im Laufe des Tages mit etwas weniger wichtigen Relevanzen. Es gibt eine Rede vom EZB-Vizepräsidenten. Wir bekommen um 10 Uhr dann noch den Monatsbericht der EZB aus Großbritannien dann nochmal detailliertere Informationen zu den Einzelhandelsumsätzen, das Ganze und dann um 14.30 Uhr noch die. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA-Jobmarkt ist wichtig. Wir haben es im ja, dem letzten Bericht gesehen zu den Non-Farm-Payrolls, was das für Auswirkungen auf die Märkte haben kann. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Charts, wie immer hier im Metatrader mit dem Stereo Trader-Add-On. Bevor wir hier nochmal zum SP 500 zu sprechen kommen. Gehen wir zuerst in die Handelsideen rein. Fragen, wie immer, übrigens sehr, sehr gern. Also, wenn jemand einen Wunschmarkt hat, bitte einfach in die entsprechenden Chats hinein auf Facebook oder auch auf GoToWebinar. Und dann gehe ich sehr, sehr gerne auch auf Wunschmärkte ein. Zunächst erstmal. Der Blick hier in die laufenden Charts. Zuerst Euro, japanisches Yen, weiter auf dem Weg in Richtung Jahrestief. Wir sehen es hier unten. 118,785 war die Marke, die wir unten hatten. Inzwischen nach dem kurzen Aufholer laufen wir in einem stabilen Abwärtstrend. Wir haben hier oben das Umkehrsignal bekommen, das Zwischenhoch haben wir hier gehabt bei 123 4 und nun tingeln wir hier seit gut zwei Tagen in der Range zwischen was haben wir gehabt 121 und 121 knapp 9 also hier tingeln wir hin und her der Markt hält inne. Das ist ein pausieren vielleicht vor einer entscheidenden Bewegung nach unten. Warum Weiß ich nicht und wann weiß ich auch nicht. Aber, und das ist ja das Schöne, wir haben jetzt hier einmal für einen Setup zwei, wichtigere, zwei wichtige Marker. Das Kerzenhoch und das Kerzentief sind sehr entscheidend. Sehen wir auch gleich, wenn wir in den Stundenschart reinblicken. Die Bewegung an sich hat natürlich auch noch einiges an Potenzial. Also wenn wir das nur mal abmessen von oben nach unten also dieses Stück Weg hier, den ganzen mitnehmen, mal schauen, dass ich das gleich auch reinkriege, dann haben wir schon die Chance, sozusagen, ich muss das mal kurz wieder wegmachen, ich kriege es nicht weg, sozusagen haben wir die Chance vom sogenannten Measured Move, also das, was hier sozusagen reingelaufen ist, nach oben hin, dass wir das anstelle ähm, von Fibonacci Retracements oder ähnliches einfach hier unten draufsetzen. Und dann sehen wir mal, dass der klassische... Bewegungslauf durchaus hier das Potenzial hat, in das Jahrestief mit reinzulaufen. Heißt also, wir müssen nur schauen, wann der Markt nach unten ansetzt und da kommen die beiden Marker aus dem Tag nein aus dem Stundentrend definitiv zum tragen. Also das heißt, ich es hier noch mal ganz kurz den Tag ein. Oben haben wir ja die Linie schon liegen, hier bei 121 knapp 9 und unten das Low hier und das sind die Marker, die wir hier auch definitiv mit sehen. Das heißt, wir haben das High und wir haben das Low, also hier oben und hier unten sind wir drinnen, also diese Marke hier und diese, das ist aktuell die Range, in der der Markt hin und her springt. Und wir sehen hier an dieser Stelle momentan ähm, ja so eine Art Dreieck mit am Laufen. Aber wir sehen, der Druck kommt eher so ein bisschen was von oben mit zustande. Und wenn das Ganze die Bestätigung findet in Trendrichtung zur Unterseite hin, dann haben wir natürlich alle Chancen auf unserer Seite hier dann. Erst einmal das aktuelle Trend tief anzulaufen und uns später dann hier weiter zu entwickeln. Kurse über dem Hoch, selbstredend. Da müssen wir ein bisschen nach oben blicken. Das würde dann eher dafür sprechen, dass wir nochmal ein Durchatmen nach oben hinbekommen. Das wäre dann für den klassischen kompletten Durchzug ein etwas negatives Zeichen. Was haben wir an Punkten, die wir dann oben reinlaufen können? Wichtigerweise wäre dann hier unten die erste Mal diese Marke gesehen vom Ausbruchslevel. Das ist ja aktuell hier ein Widerstand, das ist die Marke. Um die 121,5, 121,6 hier in diesem Bereich. Da klemme ich mal kurz noch ein Preisschildchen dran. Also diese Marke hier, das ist momentan hier mit Blick in den Stundenchart definitiv ein Widerstandsniveau. Hier kommt immer wieder Verkaufsdruck rein. Wie schon gesagt, wenn wir da drüber gehen, dann müssen wir uns eher erstmal kurzfristig ein bisschen zur Oberseite hin orientieren. Und wie schon gesagt, Anlaufmarker sehen wir dann hier an den entsprechenden Hochs. Wie schon gesagt, hier, da hatten wir das Tageshoch bei knapp 121,9 und dann haben wir hier ein paar Swing Highs in der Stunde, die durchaus auch nach oben mit anlaufbar ist. Vorstellbar ist sowas auf alle Fälle. Deswegen geht das Ganze hier definitiv auch mit rein in das Ganze. Matthias und Victor, auch von mir einen schönen guten Morgen. Also das zum Euro-Japanischen Yen. Blicken wir weiter. Wir bleiben mal noch im Währungsbereich und gehen mal rüber zum euro kandollar Hier sehen wir seit geraumer Zeit ein Hin und Herschwingen in zwei Bereichen. Einmal haben wir hier oben das große Band sozusagen zwischen der Marke von 1. 52,2 und unten begrenzt das Ganze hier bei 1,48,7,6. Das ist mal das große Band, das wir hier haben. Und zwischendrin haben wir noch eine kleinere Trading Range, die ist begrenzt unten bei 149, knapp 2 und oben bei 151,570. Das ist mal so das Level hier oben dran. Und aktuell sehen wir hier einen Markt, der erstmal wieder ein bisschen runter trendet und sich aktuell zum dritten Mal, wenn wir uns das anschauen, am unteren Band befindet und hier ist es jetzt wirklich essentiell zu sehen, was der Markt macht. Kommt hier Schwäche rein, ja, dann haben wir wirklich gute Chancen, in diese Bänder hier unten reinzulaufen. Man muss allerdings an dieser Seite auch sehen, das sind schon wichtige Supports, wenn man mal sieht, wo diese Supports herkommen, da kann man dann auch sehen, dass die schon das ein oder andere Mal ordentlich gehalten haben. Das heißt, da kam ordentlich Kaufinteresse und die Nähe die wir aktuell zu diesen Marken haben, die könnte dann durchaus den ein oder anderen kräftigen Rebound einleiten. Und das ist doch eine interessante Geschichte. Also, hier schauen wir uns jetzt erstmal an, was weitergeht. Handelsideen kann man da sehr, sehr schön draus ziehen. Wie schon gesagt, wenn wir uns die Stunde mal mit anschauen, dann haben wir hier relativ schnell das Bild, was wir auf dem Tageschart sehen, mit seinen trendigen Bewegungen auch. Also, hier im kleinen Trendet der Markt immer hoch und runter. Und aktuell setzt sich halt dieser laufende Trend nach unten fort. Und wenn wir hier den Aprall sehen wollen, dann müssen wir einfach in die kleineren Zeiteinheiten reinschauen und da sehen wir es. Sollte sich hier unten Stärke bilden, dann wird der Markt definitiv hier das als Bodenbildung beenden, nach oben bouncen und dann weiter durchlaufen. Das Ganze kann jetzt hier schon passieren, in der aktuellen Verortung oder aber dann, wie schon gesagt, in diesem Bereich, was ich auch avisiert hatte, wir haben unten, das kann man jetzt hier nicht so gut sehen, aber das sind die Support Level des Tages und die sehen natürlich auch sehr, sehr viele Hände und wenn es hier zu Kaufinteresse kommt, dann kann selbstverständlich immer wieder der Markt nach oben springen. Also die Supports sind ja da und das kann ja gut und gerne sein, dass wir hier direkt nach oben springen oder erst ein Stück tiefer. Es ist alles nah verortet. Aus diesem Grund gut für einen kurzfristigen Trade auf alle Fälle, weil das ist ein Raum, da kann doch deutlich Bewegung mit ins Spiel kommen. Und wo wir gerade beim Thema Bewegung sind. Gehen wir mal direkt rüber in den Nikkei. Der Nikkei schaltet nämlich gerade ordentlich in den Bullen-Modus. Jetzt müssen wir noch mal sehen, dass er auch ein bisschen Gas gibt, aber wir haben jetzt hier die Situation und diejenigen, die hier schon immer wieder zuschauen, die wissen das. Junge Trends die valide sind und gerade den alten Trend gebrochen haben, die haben doch ordentlich Potenzial, was nach oben zu wuppen und genau das ist es, was wir hier momentan im Nikkei sehen. Ich mache das mal ganz kurz kleiner. Schaut euch das mal an, als wir hier zum Jahresanfang diesen Aufwärtstrend hatten, was da nach oben gelaufen ist, das ist mal wirklich richtig, richtig gutes Potenzial und genau in so einer Situation befinden wir uns jetzt auch wieder, ja? Das muss nicht eins zu eins so laufen, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch gegeben. Und schaut es euch an. Wir sind hier. Nach dem starken Move kurz zum Stehen gekommen, das Low, das aktuelle Zwischenlow bei 20.000, um die 20.900 Punkte gefunden. Und jetzt läuft der Markt hoch. Gestern auch wieder so ein bisschen innehalten vor dem, was die FED sagt. Da war schon ein bisschen Angst im Markt, dass eine Enttäuschung kommen konnte. Aber als die FED dann nicht enttäuscht hat, kannten die Märkte einfach kein Halten mehr. Das sehen wir hier auch an dieser Situation, wie wir sie hier im Chart auch einfach mit drinnen haben. Und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte heißt also hier hat sich jetzt der Aufwärtstrend gebildet wir laufen hier definitiv nach oben nö ich will keine grüne rote Linie ich will eine grüne Linie wir laufen hier definitiv nach oben Aufwärtstrend ist gebildet wir sind mit dem aktuellen Tagesschuh schon über das letzte Korrektur hoch in diesem Abwärtstrend drüber gelaufen jetzt kommt zur Fortsetzung und das ist das Spannende in diesem Bereich das kann je nach Geschmack von Ihnen die hier zuschauen Kurzfristig genutzt werden, um einfach ein Stück dem Ganzen nach oben zu folgen, oder aber die, die nebenberuflich zuschauen, wir müssen einfach mal schauen, ruht sich das Ganze jetzt hier ein bisschen aus oder läuft es wirklich mega bullisch weiter? Setups kann man hier sehr, sehr gut momentan auf der Stundenbasis bilden. Das heißt, wir sehen mal hier im Stundentrend momentan einfach schön den Hochlauf. Hier, das war das Verharren gestern und jetzt schiebt der Markt nach oben. Und was wir hier jetzt einfach nur machen brauchen, ist, wir, wir müssen einfach nur. Nur auf eine korrektive Phase warten. Die haben wir momentan auch am Laufen. Wir sehen es hier. Wir haben schön ein ansteigendes Dreieck drinnen. Ich zoome mal kurz rein. Wir gucken uns das Ganze auch gleich noch in den fünf Minuten an. Dann sieht man dieses Dreieck besser. Aber das, was wir hier sehen, ist sozusagen momentan wieder so ein kleines bisschen. Ein Abwarten hier mal für den kleinen Bereich. Das ist das Dreieck, was ich meine. Und das Ganze schauen wir uns einfach mal in den fünf Minuten jetzt auch an. Wir haben das Dreieck da und wenn das Ganze nach oben gebrochen wird, wäre das schön, die Trendfortsetzung. Der Nikai macht es mal gerne. Der Lupft noch mal etwas tiefer. Wir können ja hier in diesem Aufwärtstrend ohne Probleme bis hier unten in diesem Bereich um die knapp naja, 21.200 Punkte Marke runtergehen aber wenn der markt hier gleich wieder mit stärke auffordert ist das natürlich ein sehr sehr bullisches zeichen und wie schon gesagt das ganze noch mal kurz mit dem blick in die kleinere zeiteinheit also wenn man die stunde als maßgeber jetzt mit benutzt da sehen wir es einfach hier haben wir schön das ansteigende dreieck und wie schon gesagt das ganze wenn es in diesem direkten bullischen bild bleibt wäre der ausbruch nach oben wirklich sehr zu präferieren ansonsten wenn wir das Ganze nach unten brechen sehen, ist dieses Long-Szenario mit dem Dreieck zwar erstmal vom Tisch, aber wie schon gesagt, wir haben ja hier unten in diesem Bereich. Diesen Level oder diese Level liegen, da müssen wir noch mal kurz in die Stunde zurückgehen. Dieses Level liegen, wo wir ohne weiteres auch ein Stück weit tiefer nach unten korrigieren können. Der Ausbruch der Karma hier unten und das Ganze dann mit dem einfach ein bisschen auf die Lauer legen. Das geht auf alle Fälle gut für die Beobachtung. Ja? Das also zur Handelsidee im Nikkei. Und dann möchte ich noch mal kurz auf meinen kleinen, kurzen Post von gestern Abend um die 20 Uhr Zeit hier auf Facebook zurückgehen. Der Markt kann sich das Ganze auch gerne nochmal anschauen. Ähm, ich habe da kurzfristig mich dazu entschieden, doch noch mal reinzuschalten. Ich bin, wenn ich live trade, kein so guter Webinargeber. Das hat man wahrscheinlich gestern auch gemerkt, weil ich doch dort sehr sehr fokussiert auf den Trade oder auf das ganze Setup mit gewesen bin. Warum? Um die Zahlen aus der FED kommt oft nicht immer, aber oft doch einiges an Bewegung hier mit ins Spiel. Was war gestern mein Ziel gewesen? Mein Ziel war es einfach gewesen, diese ganze Dynamik, die wir hier tagsüber gehabt haben, wo schon etwas eher der Druck von oben kam, also der Markt nicht wirklich hoch wollte. Ähm, war einfach die Situation gegeben, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn wir uns jetzt mal diesen Trend hier anschauen, den wir auf der Stunde mit liegen haben, haben wir das gestern ja ganzen Tag als Korrekturphase gehabt. Und was für mich dann interessant gewesen wäre, hier das Thema Abstauberlimits um die 2900 bzw. hier 2896 Punkte, die Marke hier unten, wo wir gestern diesen massiven Schub auch reinbekommen haben, das war für mich interessant gewesen. Nein, nicht gestern, sondern vorgestern habe ich die Orders einfach drin liegen gehabt. Der Markt hat uns allerdings hier in keinster Art und Weise den Gefallen getan, das hier entsprechend mitzunehmen. Grundlegende Trading-Idee war halt hier an dieser Stelle die gewesen, ein Setup zu traden, aus einer tiefen Korrektur heraus den Auflauf nach oben mitzunehmen. Absicherung wäre dann hier unterm Trend tief gewesen. Also alles relativ eng und gut auch planbar gewesen, wenn man dann auch sieht, wo man reingeht, was wir alleine bis zum Hoch hier drum an Potenzial gehabt hätten von unten. Aber das ist etwas, was im Trading. Immer wieder passiert. Manchmal tut der Markt einem halt nicht den Gefallen. Und hier, das ist wirklich ein massives Zeichen von Stärke. Da gab es keine Rücksätze. Der Markt läuft 1 zu 1 und ist doch sehr, sehr positiv aktuell gestimmt, was die Bullen weiter unter Feuer bringt. Und das kann uns ja nur helfen im Trading. Also, das ist der kleine Blick nochmal in das, was ich gestern Abend erzählt habe. Jetzt geht es ab in die Trading-Session. Geht gleich los hier. Mit dem Handel in, naja, wie knapp zwölf Minuten geht der aktuelle Handel in Deutschland wieder in die nächste Runde. Markteröffnung. Danke für die Zeit. Wir sehen uns dann morgen wieder. Fragen gern. Ansonsten gute Trades. Tschüss.